Ihr seid hier sehr, sehr nice. Ich denke auch. So, habe ich kapiert. Let's go. Alright. Yes, ich denke auch, viele Leute sind hier am Start. Beziehungsweise ihr seid hier wirklich in dieser Gruppe, auf diesem Call am Start, aber ihr seid safe mehr in eurem Team. Ihr seid safe mehr Leute bei euch in der Trading-Gruppe oder was auch immer. Und ihr seid jetzt halt, ja, ein Bruchteil oder nicht ein Bruchteil, aber ihr seid ein Anteil von denjenigen, die eigentlich theoretisch Zugang zu diesem Call hätten. Aber ihr seid am Start, ihr nehmt diese Nuggets mit, ihr nehmt einfach den Mehrwert mit und das zeichnet euch auf jeden Fall schon aus als Leute, die wirklich vorankommen wollen. Und deswegen sehr, sehr geil, da habe ich Bock drauf. Und ja, ich habe mit Lennart auf jeden Fall auch ein bisschen Kontakt gehabt und wir haben ein bisschen geschrieben gehabt. Er hat mir so ein paar Sachen gegeben, die, ja, ich auf jeden Fall ansprechen kann. Und da freue ich mich drauf, Leute. Deswegen, ja, hätte ich gesagt, lass uns auf jeden Fall starten. Vielleicht, ja, Lennart hat gemeint, ihr seid so einfach allgemeine Trader, also jetzt nicht speziell Michael Niems Trader, nicht speziell Harmonix Trader, sondern einfach jeder generell im Thema Trading interessiert. Das finde ich sehr, sehr nice. Deswegen sind wir ja auch bei AM. Und ja, Leute, im Prinzip habe ich drei wichtige Themen am Start, die ich euch ein bisschen so nahe bringen möchte, die mir auch Lennart so ein bisschen wirklich ans Herz gelegt hat, dass ich ein bisschen drauf eingehe. Und das ist vorneweg einmal so ein bisschen wirklich, dass man versteht, was Trading ist. Ist ja sowieso das Wichtigste überhaupt, sonst brauchst du nicht Trading anfangen. Wie willst du überhaupt Zeit und Energie dort rein investieren, wenn du nicht mal weißt, was du wirklich dort machst, was dort wirklich möglich ist? Und anschließend wirklich noch so ein paar, wie soll ich sagen, eher so spezielle technische Dinge in Anführungszeichen, Thema Journal, Thema Demokonto. Das ist eine Sache, die sehr stark zusammenhängt in meinen Augen und wo ich auf jeden Fall ein paar Sachen dazu sagen möchte. Vorneweg vielleicht ganz kurz zu mir. Ich denke, nicht jeder weiß, wer ich bin. Mein Name ist Nikolai Kützler. Ich bin 22 Jahre alt, komme Richtung Bodensee, Süddeutschland. Und ja, deswegen bin jetzt seit bald 2 Jahren bei AM, also auch schon eine ganze Weile. Damals lief das Ganze noch ein bisschen anders. Also da gab's doch keine so richtig kompetenten Trader, sage ich mal. Da gab's noch nicht wirklich Leute, die wirklich richtig, richtig Ahnung hatten von dem, was sie sagen. So, es war so ein bisschen so drunter und drüber. Deswegen, Leute, ich kann euch auch sagen, seid auch dankbar, jetzt wirklich in diesem Moment bei AM zu sein, weil wirklich diese Kompetenz im Trading, die steigt so enorm. Also ich denke, Lennart, du wirst es genauso sehen. Du meintest auch, du bist auf jeden Fall schon eine Weile am Start. Wenn ich das auch so rückblickend betrachte, so was es damals für Leute gab, was so damals die Vorbilder waren im Trading, gab es halt nur einen, das war ein Educator, den damals jeder geschaut hat, so, der nicht mal mittlerweile nicht mal mehr bei AM ist. Mittlerweile, hey, gerade auch bei euch in Empire, richtig stabil so. Hab heute schon wieder bei Ilian der Story gesehen, New FTMO Trader, wirklich extrem, extrem krass, Mann. Also ich finde das heftig, wirklich. Das ist so nice zu sehen, weil das zeigt halt wirklich, hey Mann, AM ist wild. Ganz simpel, Leute. Du kannst wirklich, wenn du hier mit AM den Weg gehst, dort wirklich auch die nötige Zeit und Arbeit reinsteckst, kannst du wirklich an deine Ziele kommen im Thema Trading. Und das ist krass. Das ist sehr, sehr schön auch zu sehen, wirklich, weil das gab es halt früher nicht so in der Form. Da wusste ja schon jeder, ja, Trading ist krass. Und so, es gab da mal irgendwie so ein Video auf YouTube von Christopher Derrick, wie er irgendwie aus, ich glaube, $200 oder $160 hat er irgendwie paar tausend Dollar gemacht und das hat dann wieder rumgeschickt, schau mal, Trading funktioniert voll wild, Alter. Und das war so das, was man so hatte zum Thema Trading. Also klar, Go Live gab es schon auch und so, aber ja, bestes Video ist so, Alter. Yes, deswegen, Leute, ganz, ganz kurz auch vielleicht noch wichtig zu erwähnen, Leute, Lennart hat jetzt ein krasses Edifying gemacht, aber Leute, ich bin ganz normal wie ihr, ich bin am Lernen, ich bin am Machen, ich bin auch in der Journey so. Ich bin keiner, der jetzt von oben herab jetzt hier sagen kann, hey, der Hase läuft krass und so weiter und so fort. Lennart, vielleicht kannst du mal kurz Bescheid geben von der Lautstärke, weil es sind einige Leute am Start. Vielleicht passt es oder soll ich irgendwo in einen anderen Raum gehen? Passt eigentlich. Und du musst gar nicht so bescheiden sein. Okay, easy going, Mann. Alright. Ja, auf jeden Fall, ich will einfach nur so sagen, hey, ich bin einfach auch jemand, der hier seine Journey gestartet hat, der wirklich auch lange, lange nicht vorankam. Leute, ich bin euch ehrlich, ich hatte meine Klickmomente im Trading dieses Jahr Ende Februar. Da hat es bei mir Klick gemacht, da habe ich wirklich jemanden kennengelernt, ich habe einige Calls geführt und es hat endlich mal Klick gemacht. So, ihr müsst euch vorstellen, ich war ein komplettes Jahr lang, war ich ein Plus-Minus-Null-Trader. Ich bin nicht vorangekommen, klar, ich habe kein Kapital geschrottet, das ist natürlich auch schon mal nice, aber
es ging halt nichts voran. Es ging wirklich nichts voran. Ich habe die Sequenzstrategie gelernt von Michael Niems. Und irgendwie, ja, ich war einfach die ganze Zeit so auf der Stelle. Und dann hatte ich einen ersten Klickmoment für mich. Und zwar, hey Mann, wenn ich jetzt genauso weitermache, wird nichts passieren. Das ist auch generell auf alle Dinge zu beziehen. Wenn ihr in irgendeiner Situation seid, wenn ihr in irgendeiner Beziehung seid, das läuft scheiße. Wenn ihr irgendwie bei eurer Arbeit seid und es läuft scheiße. Wenn ihr irgendwo im Network seid und es läuft scheiße. Oder halt auch im Trading. Und ihr fangt nicht an, gewisse Dinge zu verändern, gewisse Dinge anders zu machen, dann wird sich auch nichts ändern. Das heißt, für mich war klar, okay, ich habe jetzt ein Jahr lang gewisse Dinge gemacht und hatte damit mehr oder weniger keine Resultate. War ein Plus, Minus, Null Trader. War faktisch genauso. Und dann war mir irgendwann mal klar, Alter, muss jetzt eine Veränderung passieren. Irgendwo muss ich jetzt irgendwelche Stellschrauben drehen, verändern, weil sonst wird es ja einfach so weitergehen. Sonst wird es einfach so weitergehen und ja, das wird so weitergehen einfach. Und deswegen waren so ein paar Klickmomente für mich extrem, extrem wichtig. Und die möchte ich euch da eben weitergeben. Und diese Klickmomente, auch beziehungsweise diese ganzen Sachen, die ich teilweise auch auf meinem YouTube-Channel so ein bisschen weitergegeben habe, so, also gerade Thema Demokonto, Journal, das ist alles nur deswegen entstanden, weil ich wirklich in mir gecheckt habe, okay, ich muss irgendwelche Dinge ändern. Das war die Ausgangsbasis. Mir hat keiner gesagt, hey, mach das Trading-Journal so, hey, Demokonto, dies, das. Das war einfach... Das musste irgendwie aus mir raus. Ich war unzufrieden. Mich hat es genervt. Ich war wirklich angepisst, Mann, dass es irgendwie nicht voranging. So, weil ihr wisst alle Bescheid. So, ich bin im Prinzip direkt bei Niklas Geisleiter damals gestartet. So, er kommt bei mir aus der Stadt. Er ist auch da hinten gerade unterwegs. Und ihr müsst euch vorstellen, so bei dem Jungen läuft so. Der macht sein Ding so und hat heftige Resultate. Und ich denke so, ja, was ist da los, Alter? Und was macht der anders so? Und natürlich muss man auch dazu sagen, das ist auch wirklich ein wichtiges Learning. So, jede Trading Journey ist extrem individuell. Also es ist wirklich fast schon sinnlos, sich zu vergleichen. Einfach weil es so individuell ist. Der eine ist vom Typ her absolut confident. Und wenn du absolut confident bist, bist du im Markt absolut confident. Dann hast du es einfacher. Facts. Aber nicht jeder ist absolut confident. Vor allem nicht am Anfang, wenn er zum Beispiel startet so. Und ich war auch nicht absolut confident, keineswegs so. Und deswegen hat man da schon mal eine andere Ausgangsbasis. Der andere, der hat mehr Kapital zur Verfügung. Der andere, der lädt seine letzten 500 Euro, die er irgendwo rumliegen hat, auf einen Broker und tradet damit und hat eine ganz andere Emotion dabei, wie jemand, der, keine Ahnung, von seinen Eltern 100.000 geerbt hat und mal auf ganz chillig 1.000 Mal einzahlen und damit ein bisschen rumtradet. So. Versteht ihr, wie ich meine? Den juckt das einfach nicht so sehr. Und das sind alles so Aspekte. Ich möchte euch damit sagen, so, es ist nicht so schlau, wirklich zu sagen, hey, der hat das genau so gemacht. Und das möchte ich auch von vorne rein hier wirklich sagen, wenn ich euch hier vielleicht das ein oder andere mal mitgebe, was mir geholfen hat, dann muss es nicht automatisch euch extrem weiterhelfen. Genau. Wichtig generell ist wirklich zu verstehen, was wir hier machen. Thema Trading, das ist unnormal wichtig, weil viele Leute, die sind bei AM und haben es nicht verstanden. Meine absolute feste Überzeugung, weil sonst würden sie sich nicht so verhalten, wie sie sich verhalten. Und ich möchte euch mal ein Beispiel geben, Leute. Kleine Real-Life-Story. Und zwar, ich kenne jemanden bei mir aus der Stadt schon seit circa 4-5 Jahren vom Sehen. Damals noch auf, da war der hin und wieder mal über einen Kollegen auf irgendeiner Party oder so, man hat sich mal unterhalten, aber mehr auch nicht. Und der Typ war damals schon irgendwie selbstständig, hat sein Ding gemacht. Und wir haben uns dann irgendwann auf Instagram gefolgt. Ich dachte so, der macht so eigentlich ein bisschen Trash, so nicht so was Reales so. Und er dachte es von mir auch. Er dachte auch, ich mache irgendwie so ein Internet-Trash und so weiter. Und irgendwie kam es dann halt zu, dass wir uns in unserem Stammcafé mal über den Weg gelaufen sind und haben mal ein bisschen gequatscht und so weiter und so fort und haben uns dann mal verabredet für ein Meeting. Das lief dann so ab, dass der Typ dann meinte, yo, also ich sag mal so, beziehungsweise wir haben uns für 9 Uhr verabredet und er hat davor gefragt, ja, hey Bro, hast du, reicht bis 10.55 Uhr, weil ich muss dann weiter, ich habe dann den nächsten Call. Und ich so, ja klar, kein Problem, 2 Stunden, easy going, können wir ein bisschen quatschen, ich kann dir mal ein paar Sachen zeigen, mal ein paar Results zeigen, ein bisschen zeigen, was abgeht, wie wir lernen und so weiter und so fort, wie Trading wirklich richtig funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gefragt, ja, was hast du denn für einen Call später? Ja, nach Dubai. Und ich so, okay, mit wem? Ja, Prinz Markus.
das ist ein Kunde von mir. Und dann, da habe ich mal erstmal gecheckt, mit wem ich es da eigentlich zu tun habe. Das ist jemand, der ist in allen möglichen Bereichen Digitalisierung von Unternehmen macht, der das in Dropshipping und so weiter und so fort. Hat mit seinem Geschäftspartner 3 GmbHs, die die leiten, haben ein fettes Office, wo Niklas und ich dann auch mal hingefahren sind. Da haben wir denen nochmal wirklich groß gezeigt, auch was abgeht mit FTMO und so weiter. Das hat Niklas mich unterstützt, wir sind da zusammen hingefahren. Und ihr werdet gleich sehen, worauf ich hinaus will, Leute. Aber ich habe gerade Bock, die Story so ein bisschen zu erzählen. Auf alle Fälle, ich habe dann wirklich gecheckt, der hat mir auch so gezeigt, von wem er alles so die Handynummer hatte. Der hatte so von einigen echt bekannten Leuten hatte der so die Handynummer, weil er für die irgendwelche Digitalisierungen macht und so einen Scheiß. Und ich dachte, ich saß da so dran, ich denke so, ich bin hier irgendwie so ein, für dich, ich dachte so, hey Mann, ich bin ja halt hier so am Start, mach ein bisschen IM so und der Typ ist kranker Unternehmer, ist heftig am Start, hat auch mit schön die Amex am Start gehabt, bezahlt gehabt, mich eingeladen und so weiter. Das war richtig wild. Dann ist mir eine Sache aufgefallen, Leute. Deswegen erzähle ich euch die Story. Passt gut auf jeden Fall. Mir ist mal klar geworden, Alter. Leute, schreibt mal eine 555 rein gleich. Wenn ihr irgendjemand kennt bei euch im Freundeskreis, der einfach so ein Hänger ist, der ist am Kiffen, der ist am Sauf, kriegt nichts gebacken. Schreibt mal eine 555 rein. Ja, Mann. Hat jeder, ist normal. Manche kennen vielleicht auch nur so Leute. Wer weiß, aus welchem Umfeld man kommt. Aber Leute, kurzer Vergleich. Es kann sein, dieser Typ, den ihr da vielleicht gerade im Kopf habt, komplett am Hängen, kriegt nichts gebacken, so, der lernt irgendwie IM kennen. Der lernt irgendwie IM kennen, lernt das Thema Trading kennen und das Catch gehen. Kann ja sein so. Gibt ja viele Leute. Ich habe auch Leute bei mir im Team, die wirklich vom Loch kamen, sag ich jetzt mal, die es wirklich rausgeschafft haben. Einer davon hat gestern einen P1K gehittet, Simon Hein, Ehrenmann, sitzt auch da hinten am Callen. Auf alle Fälle, was ich euch sagen will, Leute, es kann sein, dass dieser Typ irgendwie zu IM kommt, einfach Gas gibt und es gibt die Leute. Wir haben mittlerweile Leute bei uns im Team, das ist brutal. Wir haben einen, der ist Niklas. Niklas, yes. Wann ist Noel gestartet nochmal? Januar, Ende Januar, Februar. Ende Januar ist bei uns jemand gestartet, der mittlerweile ein 40k und ein 160k FTMO tradet. Also wirklich wow. Insgesamt 200k. Der ist im Januar gestartet, Leute. Diesen Jahres. Macht euch das mal klar. Deswegen, was ich euch damit sagen will, das ist nicht mehr so, FTMO ist mittlerweile, das ist fast schon Standard. Wenn man Gas gibt im Trading, paar Monate später Ding FTMO-Trader oder auch mal ein Jahr später, ist ja auch noch nichts, sag ich mal. Und was ich euch sagen will, Leute, nicht, dass Noel jetzt ein jemand war, aber es kann sein, dass irgendjemand komplett am Hängen ist, ich übertreibe so ein bisschen, der gibt einfach Gas, paar Monate später ist der langfristig profitabler Trader, tradet von mir aus schon FTMO und so weiter und so fort. Und 12 Monate später sitzt der mit irgendwelchen Millionären am Tisch, die von ihm was wollen. Der sitzt in irgendwelchen Meetings mit irgendwelchen Millionären, die irgendwo, was weiß ich, was für viele Kundengelder irgendwo rumliegen haben und die sich einfach dafür interessieren, weil sie verstanden haben, was Forex Trading für eine Macht ist. Und so diesen Klickmoment hatte ich, als dieser Typ wirklich Niklas und mich damals in sein fettes Büro eingeladen hat und einfach mal wirklich von uns das alles wissen wollte, uns unzählige Fragen gestellt hat, extrem viel von seiner Zeit mehr oder weniger in uns reingesteckt hat, einfach weil es ihn so gecatcht hat, dieses Thema Trading. Und das ist jemand, der hat wirklich Kunden überall auf der Welt, der hat Kunden, die haben Vermögen, also seine Kunden haben teilweise Vermögen im Nine-Figure-Bereich, das sind über 100 Millionen. Und das kann man sich jetzt nicht vorstellen, Leute, glaubt mir, ich konnte es mir auch nicht vorstellen so. Auf jeden Fall, ich kann es natürlich auch nicht, ich konnte es auch nicht beweisen so, aber das hat er mir halt so erzählt gehabt und er weiß halt, was damit möglich ist und findet es halt brutal spannend und deswegen ist er auch mit uns gerade aktuell viel im Kontakt und möglicherweise wird da halt demnächst was Krasses eventuell entstehen, keine Ahnung so. Aber warum erzähle ich die Story euch, Leute? Damit ihr checkt, was ihr hier für einen Skill lernt. Das müsst ihr raffen. Das ist so wichtig einfach, weil viele Leute, habe ich das Gefühl, die haben das einfach nicht auf dem Schirm. Viele Leute, die, ja, Alter, die kriegen es nicht mal gebacken, Pago Live Sessions anzuschauen. Die kriegen gefühlt nichts gebacken, Mann, weil sie einfach nicht gerafft haben, was sie hier für einen Skill lernen. Leute, checkt es. Es kann sein, dass irgendwelche Milliardäre, Millionäre, keine Ahnung, Mann, was von euch wollen, wenn ihr diesen Skill drauf habt, Mann.
Weil es so ein wertvoller Skill ist. Es ist eines der wertvollsten Handwerke in meinen Augen, so, die es so gibt, sei jetzt mal im digitalen Bereich. Das ist brutal. Wirklich, Leute, aus Geld mehr Geld machen. So. Jeder, der Geld hat, ist euer möglicher Kunde, sage ich jetzt mal. Oder beziehungsweise jeder, der Geld hat, will was von euch. Kann man auch sagen. Überlegt mal, wie viele Leute von euch was wollen. Und ihr könnt, es kann sein, dass ihr 12 Monate davor der komplette Hänger wart. Ich übertreibe mit diesem Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Das ist einfach wichtig zu verstehen, Mann. Und wenn man das wirklich mal in sich drin wirklich gecheckt hat, sich das mal klar gemacht hat, Leute, dann gibt es nicht mehr, ich habe eine Downphase oder irgendwas. Das gibt es da einfach nicht, Mann, weil ihr wirklich genau wisst, was hier abgeht, Mann. Und für viele Leute ist es deswegen nicht so verständlich. Viele Leute verstehen es deswegen oft nicht. Ich sage euch den Grund. In meinen Augen hauptsächlich auch unter anderem deswegen, weil es halt lächerliche 150 Euro kostet, das Ganze jetzt zu lernen. Viele Leute nehmen das nicht ernst dementsprechend. Dieser Typ, dieser Unternehmer, Fabian Meyer heißt der. Fabian Meyer Official oder so auf Instagram, falls ihr mal abchecken wollt. Oder fabianmeyer.de, keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall, dieser Typ, der hat zu mir gemeint, Digga, ich hab safe Leute, ich hab safe, der hat überall Kontakte, so. Ich kann dir so und so viele Leute nennen, die das krass finden würden. Aber wenn ich denen sagen würde, das kostet nur 150 Euro, dann würden die sagen, Bruder, hör auf mit dem Scam. Und das ist wichtig zu verstehen, so. Der meinte zu mir, das, was wir hier lernen über IAM plus diesen persönlichen Mentorship, beispielsweise von dem Niklas Geisreiter, Triple F Team O Trader, by the way, so einen persönlichen Mentorship in Verbindung mit einer Einarbeitung in die Plattform iMastery Academy, der meinte zu mir, Real Talk, Leute, Originalzitat, der meinte zu mir, das wäre, die würden es dann ernst nehmen, wenn ich sagen würde, ja, hier, Jahrespaket, 12.000 Euro, auf die Kante so, dafür habt ihr das all inklusive fertig so. Dann, das meinte er zu mir. Davor würden diese Leute das gar nicht ernst nehmen so. Deswegen wirklich, ihr müsst mal einfach verstehen, was hier abgeht so. Und dann gibt es immer noch Leute, die rumheulen wegen 150 Euro so. Oder Leute, die es irgendwie, ja, die einfach diesen Zusammenhang, diesen logischen Zusammenhang irgendwie im Kopf nicht wirklich hinbekommen, was hier eigentlich abgeht so. Und das ist halt wirklich einfach mein erster Punkt gewesen. So, ihr müsst einfach checken, was hier abgeht. So. Und ich will euch null motivieren. Ich will euch einfach nur diese Gedankenbrücke machen. Weil das ist in meinen Augen, verstehen das viele einfach nicht, was wir hier wirklich machen, Mann. Das ist einfach Punkt 1. Genau. Jetzt wieder ein bisschen konkreter wirklich aufs Thema Trading gezogen. Das war jetzt wirklich mal so die Basis in meinen Augen. Das, was man wirklich mal für sich raffen muss. Und weiter geht es auf jeden Fall wirklich mit konkreten Ansätzen, wie man wirklich das eigene Trading extrem enorm verbessern kann einfach. Weil das sind Sachen, die haben sich bei mir im Prinzip einfach ergeben, die haben sich bei mir im Kopf einfach ergeben, als ich gemerkt habe, ich komme aktuell nicht voran. So. Und dann hat sich irgendwas angestaut so, und dann irgendwas ist dann abgegangen so und es haben sich neue Wege eröffnet so. Und eine dieser Wege in Anführungszeichen, eine dieser Dinge in Anführungszeichen war einfach, dass ich mal verstanden habe, okay, ich muss an meiner Art, wie ich trade, irgendwas ändern. Ich muss mal verstehen, was eigentlich, wie man das Ganze einfach gescheit angeht. Und im Prinzip war es einfach so, dass ich für mich gemerkt habe, hey, ich trade hier irgendein Echtgeldkonto und ich habe eigentlich gar keine Erfahrung. Ich weiß nicht, warum Trades funktionieren. Ich weiß nicht, warum Trades nicht funktionieren. Ich trade einfach irgendwas vor mich hin und wundere mich, dass es mal funktioniert, mal nicht funktioniert. Und ich denke mal, das wird einigen so gehen. Und das ist auch normal am Anfang, ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber Leute, wenn ihr halt immer so weitermacht, dann wird sich halt auch nicht groß was ändern an euren Results und so. Ich habe dann damals für mich gecheckt, okay, ich muss jetzt nach fast 1,5 Jahren, ich bin November 2019 gestartet, das war dann eben Februar diesen Jahres, da habe ich verstanden, okay, ich trade es mal wieder mit einem Demokonto, weil ich einfach mal, ich muss mich mal ein bisschen ausprobieren, ich kann ja nicht gleich irgendwie irgendwas traden so und mich wundern, warum was klappt, was nicht klappt und so weiter und so fort. Ich muss ja erstmal Erfahrung sammeln, ich muss ja erstmal wissen, wie dieser Markt funktioniert, ich muss ja erstmal wissen, warum die Dinge funktionieren,
die funktionieren und warum Dinge nicht funktionieren, die halt eben nicht funktionieren. Ich muss den Grund dafür herausfinden. Und das war so die erste Überlegung. Dann habe ich verstanden, okay, zack, ich muss wirklich zwei Dinge machen und da möchte ich so ein bisschen drauf eingehen. Einmal ein Demokonto in Verbindung mit dem Trading-Journal, weil in meinen Augen, ich fange kurz mal mit dem Demokonto an. Wer kennt's, Leute? Ihr tradet ein Demokonto und könnt es einfach nicht ernst nehmen. Hey, Demo, scheißegal, nimm mal hier mal ein Trade mit. Ach komm, setz mal hier mit 10 Lot was und schau mal, wie der Markt rumspringt. Ja, ist ja lustig. Ah, 500 Euro plus. Ach, scheiße, 800 Euro minus und so weiter. Leute, ihr kennt es. Und dann schickt man hier irgendjemand ein Setup rein. Dann hat der Harmonic Scanner, man tradet halt so irgendwas vor sich hin. Aber man lernt nichts draus. Man macht es einfach nur so ein bisschen zum Spaß. Und das ist die erste Phase, wie man ein Demokonto nutzen kann, da jetzt mal. Und diese Phase bringt eigentlich gar nichts, weil ihr könnt es vielleicht die ersten paar Tage machen, um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, aber dann war es das auch. Weil es bringt euch gar nichts, wenn ihr so tradet. Die zweite Phase, wie man ein Demokonto richtig nutzt, ist als, einfach als Strategie-Austestkonto, möchte ich es jetzt mal bezeichnen. Und da geht es wirklich darum. Leute, ich sehe Leute in irgendwelchen Trading-Gruppen, die schicken irgendein Setup rein und schreiben dann irgendwas dazu von wegen, ja, Leute, ich bin jetzt erst seit 2 Wochen dabei, habe gerade mein neues Demokonto eröffnet. Denkt ihr, soll ich mal diesen Trade eingehen? Fragen Leute ernsthaft so. Die haben ein Demokonto und fragen, ob sie diesen Trade eingehen. Leute, wenn ihr eure Strategie gerade am Lernen seid, euch ein Demokonto aufmacht, tradet alles innerhalb dieses Systems. Ihr müsst dieses System bis in alle Ecken und Winkel austesten. Ihr müsst wirklich für euch austesten, die Experience sammeln, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ihr könnt nicht einfach auf chillig irgendwie, also, und Leute, nochmal ganz kurz wichtiger Reminder, das ist meine Wahrnehmung dieser ganzen Geschichte. Ich weiß, es gibt Trader, die starten gefühlt direkt auf Echtgeld und es funktioniert bei diesen Leuten auch. Bei mir und bei vielen anderen hat es nicht funktioniert. Und deswegen gebe ich euch diese Punkte aus meiner Sicht mit. Versteht ihr, wie ich meine? Und was ich dann einfach gemacht habe, war, dass ich wirklich dieses Demokonto eröffnet habe und ich habe alles getradet. Alles getradet. Jeden Entry, den mein System irgendwo hergegeben hat und meine Regeln irgendwo hergegeben haben. Und wenn ihr noch keine fixe Regeln habt, Leute, dann tradet trotzdem einfach alles und bildet euch daraus die eigenen Regeln, weil ihr müsst Erfahrungen sammeln. Ihr müsst wirklich gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und Leute, ganz wichtig, all das ganze Demo-Getrade bringt eben genau auch wieder nichts, wenn ihr es nicht festhaltet. Und das ist eben dann der nächste Punkt. Und ihr seht, die beiden Punkte hängen so ein bisschen zusammen. Einmal das Thema Demokonto und das Thema Trading-Journal. Und Leute, ich weiß auch, das Thema Trading-Journal ist auch so eine Geschichte. Ich erkläre kurz, wie das bei mir früher war. Ich hatte irgendein Word-Dokument in den tiefsten Ecken meines Laptops irgendwo versteckt, das ich mir dann eine Woche lang jedes Mal noch hergerichtet habe, mir die Mühe gemacht habe, dass ich ein Trading-View-Screenshot da irgendwie rein kopiert habe und irgendwas dazu geschrieben habe. Aber dann war es das auch. Dann hatte ich keinen Bock mehr und habe halt einfach nur getradet, nichts daraus gelernt zu wirklich. Leute, es geht viel, viel einfacher und ich habe mir dann damals einfach gedacht, hey, was ist einfach die beste Möglichkeit? Leute, ich kann es euch sonst auch gerne ganz kurz zeigen und zwar ist es einfach im Prinzip, dass ihr, einen Moment, ich teile mal ganz kurz meinen Bildschirm, beziehungsweise ich sage es euch so kurz und dann kann ich es euch möglicherweise gleich noch zeigen. Leute, wisst ihr was, ich mache das einfach jetzt direkt. Ansonsten würde ich mir auch zeigen, also ich habe es dann genauso wie du eigentlich, wenn es leichter für dich ist. Kein Stress, Bro. Ich zeige nämlich auch direkt, wie man es erstellen kann. Deswegen, Leute, wenn ihr nicht vom Handy aus drin seid, könnt ihr von mir aus gerne euer Handy zücken, wenn ihr wirklich Bock habt, jetzt wirklich das direkt umzusetzen. Geht einfach auf Telegram, ganz entspannt, hier oben rechts, neuer Kanal, okay, jetzt dreht sich das Ganze, Kanal erstellen, das nennt ihr dann, was ist ich, Punkt, 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 da schreibt ihr euren Namen hin, Trading Journal, weiter, privat von mir aus, weiter, niemanden hinzufügen, zack. Und ihr habt euer Trading Journal erstellt. Und Leute, ich zeige euch mal ganz kurz,
was ist wirklich, wie ich dieses Trading-Journal angehe. Zack. Ich scroll mal so ein bisschen hoch, damit ihr wirklich so ein bisschen mal seht, wie ich das führe an einem guten Beispiel. Ja, im Prinzip, genau. Nehmen wir mal, das ist so ein typisches Beispiel, wie ich absolut empfehle, einen Trade zu dokumentieren. Und Leute, nochmal ganz kurz. Dieses auf Telegram, es ist so viel simpler. Ihr könnt euch das oben anheften. Ihr seht, mein Trading-Journal ist direkt oben angeheftet. Zack. Und ich habe das immer direkt vor mir. Leute, ich kann in meinen Laptop reingehen, auf Telegram Web, hab's dort, kann dort die Screenshots reinschicken. Und jeden Trade dokumentiere ich so. Den TradingView-Link, kurze Beschreibung, Euro, US-Dollar, Gründe für den Trade, Gründe gegen den Trade, Learnings. Und dann schicke ich immer einen Screenshot rein, wo ich selber auch noch gerne gewisse Dinge im Prinzip reinschreibe und fertig. Und Leute, ich dokumentiere alles. Seht ihr, wie ausführlich ich das mache? Mir ist es so wichtig einfach, dass ich hier wirklich die Dinge auch wirklich dokumentiere. Ich schicke hier alle möglichen Sachen rein. SL-Hits, TP-Hits, irgendwelche Videos, die ich interessant finde. Ich schicke hier einfach alles rein. Auch nur Beobachtungen. Leute, Euro-NZD-Beobachtung. Zack. Ich schicke hier einfach alles rein, was ich wichtig finde, was in meinen Augen einfach wichtig ist. So, hier, das ist auf jeden Fall ein nicer Trade. Und so weiter und so fort, Leute. Und ich will, dass ihr so ein bisschen checkt, was es auch an Arbeit bedarf. Und dass ihr wirklich einfach, dass es keinen Grund gibt hier, seht ihr das, Leute? Ich mache hier wirklich tiefe Analysen hier, wo ich wirklich gewisse Dinge einfach reinschreibe, weil es mir so wichtig ist, einfach wirklich, ich will lernen. Leute, ich habe dieses Trading-Journal, das macht ihr, um wirklich zu lernen. Ihr wollt so viel lernen über den Markt, wie es geht. Ihr wollt so viel lernen aus euren SLs, was geht. Nehmt euch diese Zeit wirklich. Wie wollt ihr Six-Figure, Seven-Figure werden, wenn ihr nicht gebacken bekommt, euer Trading-Journal gescheit zu führen? Und Leute, glaubt mir. Ihr werdet es merken. Ihr werdet es merken, wie es euch hilft. Ihr müsst es nur mal machen. Aus einem Grund. Es geht nicht nur darum, dass ihr das reinschickt für später. Das ist sogar einer der wenigsten Aspekte, die ich so wichtig finde. Es geht darum, dass ihr es nochmal reinschickt. Einfach deswegen, der Reflexion wegen. Weil ihr dann nach eurem Trading-Tag, nach eurer Trading-Woche, ihr geht nochmal her. Ihr schaut euch das Ganze nochmal an, ihr reflektiert aus einer anderen Perspektive nochmal über euren TP, über euren SL, über euren BE-Hit und schaut euch das wirklich im Nachgang nochmal an und da fallen euch so viele Dinge ein. Und Leute, ich bin immer wie ein, keine Ahnung, was ich sagen soll, einfach, mir ist es so wichtig, wenn ich eine SL habe, ich forsche so lange nach im Markt, bis ich den Grund dafür habe. Ich frage andere Leute, ich frage gute, frage krasse Trader. Ich schicke teilweise einfach ein SL, jetzt schicke ich an drei, vier krasse Trader, die ich im Prinzip kenne und frage einfach, hey, schickt da manchmal so eine Nachricht, hey, ich weiß einfach nicht, warum ich hier diesen SL kassiert habe, Mann. Hast du mir eine Begründung, warum der Markt hier in SL gegangen ist? Ich habe die und die und die und die Confirmation gehabt. Kannst du mir sagen, hast du aus deiner Perspektive einen Grund, weshalb der Markt dort nicht reagiert ist? Oder weshalb der Markt dafür 10 Pips darüber reagiert ist? Kannst du mir einen Grund nennen? Und so gehe ich an die Sache ran. Ich will es verstehen. Leute, ihr müsst wirklich checken, dass einfach dieses Trading, Mann, das kommt nicht von irgendwo. Das kommt nicht einfach davon, dass ihr auf lustig mal so ein bisschen, keine Ahnung, ein paar Sachen einzeichnet, irgendwo auf eurem Demokonto mit 100 Lot rumtradet, dann mal ein Echtgeldkonto aufmacht und euch ja irgendwas einzeichnet im Markt rumtradet und fertig. Sondern ihr müsst wirklich diese Arbeit reinstecken. Und das ist so im Prinzip so diese Haupt, das ist so diese Lernphase. Also in meinem Fall, Leute, ich wiederhole es nochmal. Ich kenne auch Leute, ich weiß zum Beispiel von Niklas Geisreiter, er hat dieses Journal nicht so intensiv gebraucht wie ich. Für mich ist es sehr, sehr wichtig. Ich habe fast alle meine Klickmomente habe ich beim Journal. Wenn ich im Nachgang diesen Trade anschaue, mal ein bisschen rausgehe aus dem Markt, okay, welchen Trend sind wir eigentlich? Hat es überhaupt Sinn ergeben, was ich getradet habe? Und wirklich mit dieser Perspektive danach, wenn ich nochmal drauf gehe, ich habe fast alle meine krassen Klickmomente, kriege ich dadurch. Bei mir ist es so. Deswegen, ich will es nur nochmal wirklich betonen, das muss nicht bei jedem so sein. Und das ist so in meinen Augen die wichtigste Phase, wirklich, durch die fast jeder durch muss, so der so das Gefühl hat, okay, ich komme gerade nicht vorwärts. Back to zero, Demokonto eröffnen und die Strategie austesten, wie ein Blöder, in alle Ecken und Winkel.
wie ich immer so schön sage. Und dann das Ganze einfach journalen. Und Leute, ihr werdet es merken, ihr macht es eine Woche und ihr werdet einige Klickmomente haben. Ihr werdet viele Klickmomente haben. Und ich mache es dann auch immer so, dass ich alle meine Trades, ich trade sehr, sehr viel, müsst ihr vorstellen. Also ich trade viel untergeordnet nach Sequenzen, teilweise im M1, M5, M15 und habe teilweise auch ja, einfach viele Trades, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend natürlich auch viele Einträge in mein Journal. Und ich gehe jede Woche, am Wochenende, haben die Trader eh nichts zu tun oder eher wenig, bisschen Voranalyse, klar, aber ihr wisst, was ich meine. Ich gehe nochmal her und gehe alle meine Setups durch und schreibe mir meine Main Learnings in der Woche auf. Da mache ich mir dann eine fette Liste, wo ich wirklich nochmal alle diese Main Learnings, Learnings der Woche vom 21. bis 25. zum Beispiel. Und dann wirklich erstens, zack, 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 kleiner Trading View Screen dort möglicherweise als Beispiel. Nächstes Learning, zack, zack, zack und so weiter und so fort. Und so so könnt ihr euren Edge kreieren. So könnt ihr wirklich eure Trading-Form kreieren, eure Regeln kreieren, die für euch funktionieren, die es einfach testet, testet, testet. Auch das ist von System zu System unterschiedlich. Es gibt Systeme, da kann man nicht so viel journalen möglicherweise, aber wirklich, Leute, ich so viele in meinem Team wenden das an und haben so viele Klickmomente, kommen einfach gut voran und so weiter und so fort. Deswegen meine sehr, sehr starke Empfehlung ist wirklich so umzusetzen, weil es ist viel simpler, Leute. Ihr könnt von unterwegs aus mal ins Trading-Journal reinschauen. Ihr könnt einfach mal, wenn irgendjemand ein krasses Setup, eine krasse Setup-Erklärung geschickt hat, Leute einfach weiterleiten ins Trading-Journal. Ihr könnt dort wirklich so einen richtigen Wissensspeicher anlegen für euch in eurem Trading-Journal, wo ihr wirklich alles sammelt, alle Daten, Fakten, alle Infos, die euch wirklich weiterhelfen. Wenn ihr ein krasses YouTube-Video habt, zack, rein ins Journal. Genauso mache ich das. Und ja, mir persönlich ist brutal weitergeholfen. Wirklich, das war für mich der Auslöser dafür, dass ich wirklich aus dieser Stuck-Phase rausgekommen bin. Ich bin euch komplett ehrlich, das war für mich genau das. Ich bin back to zero, habe mir ein Demokonto eröffnet, habe Gas gegeben, wirklich, habe das Ganze ernst genommen, habe mich hingesetzt, habe wirklich mir die Mühe gemacht, meine Trades wirklich zu dokumentieren, weil ich will doch lernen, Mann. Da geht es nicht darum, ja, habe ich jetzt Bock noch die Trades? Ich will doch lernen, Mann. Ich mache das nur für mich, Mann. Ihr macht dieses Journal nur für euch, Mann. Da hat ja kein anderer was davon. Es geht um euch, Mann. Es geht darum, dass ihr selber über diesen Weg des Trading-Journals wirklich der Profitabilität immer näher kommt, weil ihr immer mehr wisst, was ihr wirklich macht. Und ihr dadurch, dass ihr es im Nachgang nochmal aufschreibt. Leute, glaubt mir, wenn ihr einfach nur einen Trade tradet, der geht TP oder SL, ihr freut euch kurz oder regt euch kurz auf, und ihr macht da nichts, Leute, der Trade verschwindet irgendwo in den Tiefen von eurem Metatrader. Ja, und das war's. Nichts mit irgendwie Reflexionen im Nachgang, nichts mit irgendwie, hey, ich habe weitere Learnings daraus. Nein, Leute, es ist klar, gewisse Dinge kann man sich merken, aber Leute, ihr werdet die Fehler immer und immer und immer wieder machen. Und ich spreche so aus meiner Erfahrung. Alles, was ich hier sage, auch, das basiert im Prinzip alles nur auf Fehlern, die ich gemacht habe. Und ich deswegen diesen Weg für mich kreiert habe, dieses Journals. Und Leute, glaubt mir, es ist wirklich nicht mehr so ein krasser Krampf, wie wenn man irgendwelche Word-Dokumente hat oder das auf irgendeinem Blog irgendwie mitschreibt. Leute, was wollt ihr für ein Journal auf einem Blog schreiben? Ihr braucht doch das Setup. Ihr müsst doch sehen, was ihr da getradet habt. Versteht ihr, wie ich meine? Ihr könnt doch nicht einfach auf dem Blog jetzt schreiben, ja, ich habe Euro-Out heute long getradet und es war ein TP mit 50 Pips. Was wollt ihr daraus lernen? Was bringt es euch, wenn ihr das wisst? Ja, dann habt ihr irgendwann 5 Blöcke vollgeschrieben, aber was habt ihr wirklich daraus gelernt? Oder was lernt ihr daraus, wenn ihr, was weiß ich, inkonstant irgendwo irgendwas vor euch rumtradet und es gar nicht journalt? Dieses Journal. Und ich weiß, das ist nichts Unbekanntes. Ich erzähle euch jetzt hier nicht irgendwie die neuesten Weisheiten oder so, sondern das ist was man kennt. Aber ich kann das Trading-Journal auch, aber ich habe es halt wirklich nicht verstanden, wie essentiell es sein kann, wirklich, wenn es um den eigenen Fortschritt geht im Trading. Und das habe ich wirklich dadurch, dass ich einfach nicht weitergekommen bin, ist in mir einfach diese Idee gekommen, zack, ich muss irgendwas machen. Ach krass, Digga, hier irgendwie ist mir die Idee gekommen, einfach einen Kanal aufmachen auf Telegram, einfach hier wirklich so einen Wissensspeicher anlegen, die Trading View Screenshots rein. Kurze Beschreibung des Trades, Gründe für den Trade. Das mache ich immer im Nachgang, schau mir wirklich an, okay, was waren meine Confirmations, als ich diesen Trade eingegangen bin? Und dann Gründe gegen den Trade. Und da wird es dann schon wichtiger, weil ihr da dann wirklich
im Nachgang reflektiert und drüber schaut, okay, was spricht explizit gegen diesen Trade? Und ihr werdet merken, es sind immer wieder Dinge, die sich wiederholen. Ihr werdet immer wieder ähnliche Fehler machen. Und dann macht ihr einfach am Ende der Woche, macht ihr Learnings der Woche, habt diesen einen Fehler im Prinzip identifiziert, den ihr vielleicht jetzt 3-mal oder 4-mal gemacht habt in dieser Woche. Dann wird es eines eurer Main Learnings und das wird dann euer neuer Edge oder ein Teil eures Edges. Es wird eine genauere Form eurer Trading-Strategie, wie ihr traden wollt. Ihr verfeinert damit wirklich eure Trades, euer Trading. Ganz simpel. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu komplex ausgedrückt. Genau, genau. Und Leute, das ist die wichtigste Phase in meinen Augen, für mich gewesen oder immer noch. Immer noch. Leute, ich habe euch von vornherein gesagt, ich bin genauso wie ihr, ich bin immer noch in der Journey. Die zweite Phase, was gleichzeitig so die dritte Form ist, wie man ein Demokonto nutzen kann. Wie gesagt, erste Form als Spaßkonto, zweite Form als, Lennart, du schreibst es rein. Ich habe es komplett vergessen gehabt. Ich habe immer drei wichtige Dinge. Gründe, also erstmal kurze Beschreibung, Gründe für den Trade, Gründe gegen den Trade und Learnings. Selbstverständlich, nicht, dass ich die Learnings hier vergesse. Leute, das ist der essentiellste Punkt überhaupt, dass ihr wirklich, wenn ihr diesen Trade reingeschickt habt, am Ende wirklich eure Learnings dazu notiert. Und das ist natürlich das Wichtigste von allen so. Also das, die halt dann wirklich durch eure Reflexion, indem ihr wirklich die Gründe für mit den Gründen, also ihr vergleicht die Gründe für den Trade mit den Gründen gegen den Trade und dann ergeben sich Learnings safe, einfach instant. Das liegt in der Natur der Sache. Deswegen, das ist natürlich ganz, ganz wichtig zu sagen. Und natürlich, wenn ihr zusätzliche Beschreibungen habt oder zusätzlich wichtige Dinge, könnt ihr die natürlich auch immer dazu schreiben. So, ihr könnt es sehr frei gestalten, wie ihr Bock habt. Ganz, ganz wichtig, genau. Gut, das dazu. Und dann, wenn ihr wirklich das von mir aus, bei mir war es so, ich musste das echt eine Weile mal machen. Ich hatte so viel nachzuholen, was Marktverständnis angeht, was diese ganzen Sachen angeht. Und dann im Prinzip bin ich hergegangen und habe, gebe ich einfach generell auch als Tipp mit so. Das ist in meinen Augen einfach ein sehr, sehr guter Weg. Wenn ihr das eine Weile lang gemacht habt und ihr sagt, okay, Mann, ich habe durch dieses konstante Journal, bin ich so gut vorangekommen, ich habe so viele Klickmomente und Learnings gehabt, dann könnt ihr im Prinzip von mir aus ein neues, frisches Demokonto aufmachen. Das ist auch mal ein besseres Gefühl, als wenn man irgendein völlig kaputt getradetes Konto nimmt, wo man schon zig Sachen gemacht hat. Einfach ein neues Demokonto ganz chillig aufmachen. Und das ist dann im Prinzip Step 3, euer Performance-Test-Konto. Erste Art und Weise Demokonto, Spaßkonto. Zweite Art und Weise Demokonto, Strategie-Austest-Konto, nenne ich es jetzt einfach mal. Dritte Art und Weise von einem Demokonto ist das Performance-Test-Konto. Ihr habt eure Strategie, die ihr tradet, wirklich in alle Ecken und Winkel ausgetestet, habt eure Learnings notiert, habt wie ein Wilder wirklich dazugelernt, Marktverständnis aufgebaut, etc., etc. Und jetzt wollt ihr mal wissen, okay, Mann. Und da, Leute, in dieser Phase geht alles ein, Mann. Ah, dieser Trade ist mir zu risikoreich, weiß ich, ob ich den. Leute, geht den ein. Dafür macht ihr Demokonto, dafür macht ihr Trading-Journal. Das macht ihr nicht dafür, dass ihr da dran sitzt. Ich weiß nicht, dieser Trade ist mir ein bisschen zu risikoreich, den lasse ich lieber weg. Nein, Leute, da müsst ihr ballern. Einfach alles traden, Mann. Und wenn es 15 SLs sind an einem Tag, scheißegal, Alter. Kommt damit klar. Fangt an, damit klarzukommen. Ganz simpel. Wichtig ist, dass ihr es journalt, weil sonst bringt es euch gar nichts. Ganz, ganz wichtig. Und dann, wie gesagt, das Performance-Test-Konto. Ihr macht ein frisches, freshes, neues, cleanes Demo-Konto von mir aus auf. Und jetzt wendet ihr all dieses Wissen wirklich gescheit an. All diese Sachen, die ihr wirklich gelernt habt, die ihr wirklich euch notiert habt, die wendet ihr auf diesem Demokonto an. Und da sortiert ihr euch sehr, sehr, sehr wohl aus, weil dort wollt ihr eure Performance testen. Seid ihr ready für FTMO? Seid ihr ready, wirklich eine größere Summe Echtgeld möglicherweise zu traden? Seid ihr ready für diese Dinge? Das erfahrt ihr dann auf diesem Performance-Test-Konto. Und dieses Konto wird euch diese Frage beantworten. Wenn ihr merkt, ihr habt Probleme damit, euer Konto mal auf 10% hochzutraden, Leute, dann wisst ihr, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, jetzt direkt FTMO zu starten. Wenn ihr merkt, hey, der Hase läuft, ich habe so viel dazugelernt, irgendwie, Digga, Performance passt, ich komme gut voran in meinem Konto, easy going.
ja Leute, dann habt ihr eure Antwort. Ihr könnt von mir aus euch selber dann das Okay geben und sagen, hey, ich sehe es selber, ich sehe es schwarz auf weiß, blau auf weißem Handy, MT4-Screen, sehe ich, ey, ich bin ready, die FT-Mode zu starten. Und auch da, Leute, ich gebe den Tipp, starte nicht direkt mit der 160er. Wirklich, fang doch chillig an so. Was spricht dagegen, erstmal eine chillige 10K, 20K zu machen, bevor ihr direkt mit 160 reinstartet? So. Weil auch das ist emotional dann nochmal ein größeres Thema. Ich habe da auch einige Gespräche gehabt mit Leuten, die wirklich schon FTMO traden. Und die haben mir auch gesagt, so, hey, pass auf, wenn du wirklich FTMO starten möchtest, so, dann fang nicht direkt mit 160 an, mach erstmal ein 10K-Konto. Machst du mit dem 10K-Konto 10-15%, dann hast du eh so viele Gewinnausschüttungen, dass du dir theoretisch die 160er sowieso leisten kannst. Das heißt, da ganz chillig, Leute, die Zeit spielt wirklich nicht so viel Rolle im Trading. Ob ihr ein Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre braucht, ich würde das machen, wenn ich erst, ich würde genauso weitermachen, wie ich jetzt gerade hustle, würde mir jemand die Zukunft vorhersagen und sagen, oh, Nikolai, du bist ein ganz schwieriger Kandidat, du bist erst in 10 Jahren bist du FTMO-Trader. Leute, ich bin euch ehrlich, Digga, würde mich nicht jucken. Ich würde weiter Gas geben, Mann. Weil es ist immer noch besser als das, was alle anderen machen. Ich bin euch ehrlich. Selbst 10 Jahre dafür zu brauchen, bis das FTMO-Konto läuft, ist immer noch besser als das, was alle anderen machen. Nämlich bis sie 70 Jahre alt sind, gefühlt, zu arbeiten. Für jemand anders, zu irgendeiner gewissen Arbeitszeit, jemand anders bestimmt, an einem gewissen Arbeitsplatz, den meistens jemand anders bestimmt. Klar ist man mal in gewissen Dingen dort free, man kann sich mal Homeoffice machen, aber eine von diesen 3 Abhängigkeiten habt ihr immer. Ihr seid abhängig von gewissen Leuten, mit denen ihr arbeiten müsst oder für gewisse Leute, für die ihr arbeiten müsst. Ihr seid von einem Arbeitsplatz oder von der Arbeitszeit abhängig. So alle 3 Freiheiten, das hat man vielleicht als Trader. Yes, oder das hat man als Trader. Safe. Genau. Deswegen, das auf jeden Fall im Prinzip zu meinen, einfach, wie soll ich euch sagen, einfach zu meinen Erfahrungen. Leute, es ist nicht so, dass es jetzt irgendwelche brutalen Sachen sind. Leute, es sind einfach nur meine Erfahrungen so. Und ich habe damals einfach gesagt, hey, weil ich habe das damals von ein paar Teampartnern oder ein paar anderen Freunden von mir mitgegeben, hier bei AM, so, hey, passt mal auf, schau mal, ich habe seit kurzem so ein Demokonto, seit kurzem so ein Journal erstellt auf Telegram, übel nice so. Übel geil, Mann, ich lerne so viel dazu und ich habe gemerkt, so, hey, das taugt den Leuten übel. Dann habe ich halt irgendwann gesagt, hey, mach mal ein YouTube-Video und ich hätte jetzt nie gedacht, dass es jetzt sich so rumspricht oder dass auch so ein Lennart jetzt hier auf mich zukommt, mich hier einlädt. Deswegen auch an der Stelle nochmal vielen Dank für diese Einladung und yes, deswegen, wie soll ich sagen, Leute, lasst mich mal kurz überlegen, ob ich noch irgendwas Wichtiges einfach habe zum Abschluss von diesem Part. Ja, eigentlich im Prinzip, in meinen Augen ist eigentlich alles gesagt, Leute. Wirklich, auch erinnert euch nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, diese kleine Story, die ich erzählt habe, wirklich mit diesen Unternehmern. Erinnert euch daran und macht euch das klar, macht euch diesen Vergleich klar, den ich wirklich da gebracht habe. Es kann sein, ihr habt einen Kollegen oder kennt irgendjemand oder es gibt irgendjemand, der ist einfach komplett am Hängen, wie ich immer so schön sage, und dann ballert der einfach ein bisschen durch so, zack. Wird profitabler Trader, Mann, und plötzlich sitzt der mit Millionären am Tisch und macht irgendwelche Deals aus und was weiß ich was. Yes, Leute. Und das ist natürlich jetzt mal nur aus, wie soll ich sagen, monetärer Sicht. Wir wissen alle, dass es im Trading nicht um das Geld geht, sondern darum, dass es irgendwann nicht mehr ums Geld geht. Das ist natürlich auch wichtig zu verstehen. Also im Trading geht es nicht um das Geld, sondern es geht darum, dass es irgendwann nicht mehr um das Geld geht. Das ist immer so mein Satz. Deswegen, hätte ich gesagt, mit diesen Worten gebe ich auf jeden Fall ab an dich, Lennart. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Finde ich echt geil. Ich sehe hier, wenn ich ein bisschen durchswitch, einige Leute wirklich am Mitschreiben, am Notieren. Richtig stark, Leute, wirklich weiter so. Bleibt wirklich bitte, Leute, tut mir diesen Gefallen. Bleibt bei den 5% der krassesten Leute. Viele Leute denken, ja, ich bin bei AM, ich bin ja schon bei den 5% der krassesten, ihr seid gar nichts. Bei AM kann jeder Affe starten, sag ich jetzt mal. Man könnte auch einem Affen einen Username erstellen und den anmelden. So. Ihr müsst bei AM zu den 5% gehören. Ihr müsst bei AM die 5% sein, die am meisten machen. Leute, ich würde mal behaupten, es sind unter 5% der Leute, die FTMO-Trader sind bei AM. Weit unter 5%, vielleicht 1% maximal. Würde ich jetzt einfach mal so pauschal behaupten. 1-2% der Trader sind vielleicht FTMO-Trader. Leute, identifiziert euch mit denen. Identifiziert euch mit den 1-2% der krassesten Hustler bei AM.
Im Network das Gleiche. Identifiziert euch. Da ist es wichtig, dass ihr euch mit den Chairmans identifiziert, mit den Leuten, die am Machen sind, mit den Leuten, die wirklich es hinbekommen, auf konstanter, langer Basis einfach zu grinden, ohne direkte Resultate. Weil das ist das, was einen letzten Endes in allen Bereichen erfolgreich macht. Deswegen, ja, längeres Schlusswort, aber damit gebe ich jetzt auf jeden Fall echt an dich ab, Lennart. Vielen Dank, macht's gut, Leute, bis dann. Wenn ihr was braucht, könnt ihr mir auch immer schreiben. Let's go. Bro, vielen, vielen Dank für deinen Part. Ich dachte mir, ich bin ehrlich so am Anfang, okay, was labert der Typ jetzt? Er geht in irgendeine Gaststätte, in irgendein Restaurant, trifft sich mit einem Kollegen. Aber ich muss sagen, so als ich, weil wir hatten ja gestern noch telefoniert, ich habe so zu Nikola gesagt, Bro, geh bitte auf die Vision an, weil ich habe so das Gefühl, dass viele Leute, die hier wirklich am Start sind, immer noch nicht dieses Big, Big Picture verstanden haben. Und Bro, ich bin ehrlich, von allen FTMO-Videos, von allen Trading-Videos auf YouTube, die ich schon gesehen habe, das war meines Erachtens wirklich mit der beste Part, was gerade Vision im Trading angeht, muss ich einfach mal sagen. Und ich kann wirklich jedem Einzelnen nur empfehlen, ja, das mit dem Trading Journal unbedingt umzusetzen, auch wie man das Demokonto richtig nutzt, weil ich bin euch ehrlich, ich habe es nur 2 Wochen gemacht und ich muss sagen, ich habe so unglaublich viel gelernt, wie in der kompletten Zeit davor, nicht mal zusammen. Ja, das ist sehr, sehr krass. Und Leute, tut mir bitte noch einen Gefallen, wenn wir gleich alle aus dem Call gehen, ja, bitte geht auf Instagram, kommentiert bei Nikolai, tagt ihn in euren Stories, ähnliches. Ja, zeigt einfach, was Team Impact ausmacht, dass er uns einfach diesen Impact heute gegeben hat. Ich denke mal, sehr, sehr viele Leute konnten sehr, sehr viel Mehrwert mitnehmen. Ich denke mal, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ja, Matti Bro, du schreibst dir wieder ein halbes Buch, dann am besten, ich denke mal, vielleicht ist ja auch Fragen offen. Ansonsten, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich denke mal, alle konnten auf jeden Fall heute was mitnehmen. Ja, in dem Sinne, ciao, ciao, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.